Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Das ist der dritte Teil aus der Serie Ich kaufe ein gebrauchtes Tesla Model S aus Holland. Und in diesem Teil erzähle ich euch, wie ich mein Tesla Model S in Holland in der Fabrik in Tilburg abgeholt habe und stelle euch mein neues Tesla Model S vor. Viel Spaß beim Zuschauen! Nun sitze ich in meinem neuen Tesla Model S, für mich ja neu, und stehe hier auf dem Weg zu meinem ersten Termin in St. Peter-Ording und stehe hier am Strand. Vielleicht könnt ihr das hinter mir erkennen. In St. Peter-Ording kann man ja mit dem Auto an den Strand fahren, glaube ich, der einzige Strand in Deutschland, wo man das darf, und kann hier am Strand direkt parken, kostet ein bisschen Eintritt, aber wo kann man das schon mit dem Auto in dieser tollen Strandlandschaft fahren, ist wirklich ein Erlebnis. Und hier in St. Peter-Ording ist das möglich. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zu meinem nächsten Termin und deshalb drehe ich mit euch dieses Video zum Thema Abholung des Tesla Model S in Tilburg und will euch berichten davon, wie ich das Auto in Tilburg in Holland abgeholt habe, was es da zu beachten gibt und ob ich mit dem Auto, mit dem Kauf nun und der ganzen Abwicklung letztlich zufrieden bin oder nicht. Zunächst mal, man bekommt, wenn man mit dem Kaufprozess durch ist, die beiden vorherigen Videos habt ihr sicherlich gesehen zum Thema, wie kaufe ich das Auto über die Online-Website, was passiert dann. Wenn man mit dem ganzen Kaufprozess durch ist, dann bekommt man von Tesla einen Abholtermin zugeteilt. Das heißt, ich bekam dann eine E-Mail, Ihre Abholtermin ist Freitag 12 Uhr. Das geht so ein bisschen nach Schema F. Und das ist auch so ein bisschen das, wo man sagt, okay, muss man sich als Kunde in so ein Schema hineinfügen. Wahrscheinlich hätte man den Termin auch nochmal verlegen können, wenn es nicht passt. Aber man kriegt diesen Abholtermin dann und dann um die in die Uhrzeit, kannst du deinen Wagen abholen. Das hat den Hintergrund, dass Tesla die Abholer dieser Autos in Gruppen packt. Das heißt, man holt sein Auto dann nicht alleine ab, sondern mit 5, 6, 7 anderen Tesla-Käufern zusammen en bloc. Wird eine Gruppe gesammelt, die sich dort um 12 Uhr dann in meinem Fall trifft, zusammen die Fabrikführung bekommt und dann zusammen jeder sein Auto abholt. Und so war es auch. Ich habe dann eine Fahrkarte gebucht mit dem Zug, bin morgens um 6 in Hamburg losgefahren, 6 Stunden Anreise, 5,5 davon mit der Bahn, mit 2-mal Umsteigen, mit der holländischen Bahn weiter. Das hat alles übrigens erstaunlich gut geklappt und war am Ende auch gar nicht teuer. Es war nämlich genauso teuer wie die Taxifahrt vom Bahnhof Tilburg zur Fabrik draußen. Das heißt, da habe ich also auch nochmal im Prinzip dasselbe bezahlt wie für die gesamte Bahnanreise. Die Taxifahrt war relativ lang, der hat keinen großen Umweg gefahren, aber das zog sich hin. Das waren bestimmt 20, 25 Minuten, die wir da unterwegs waren, und hat 55 Euro gekostet. Fand ich ein stolzer Preis. Wenn ihr in Holland zur Tesla-Fabrik fahrt, dann müsst ihr aufpassen, es gibt dort 2 Tesla-Gebäude. Das eine ist ein Verwaltungsgebäude, das andere ist die Fabrik, dass ihr da die richtige Adresse trefft und auch zur Fabrik fahrt. Wenn man sich mit dem Taxi dann kommt, der Fabrik nähert, dann ist das schon ein imposantes Gebäude, diese Tesla-Fabrik, eine riesengroße Halle, obendrauf Photovoltaik, die man von der Straße allerdings nicht sieht. Imposantes Markenlogo an der Seite, Tesla, das prangt so von weitem, sieht schon richtig cool aus. Dann kann man davor parken, gibt einen Eingang, der auch gut ausgeschildert ist davor, ganz viele Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Und dann geht man da rein. So, wir wurden an so einem Desk nett empfangen. Man muss sich dazu sagen, da drin darf man nicht viel filmen und nicht viel fotografieren. Insofern habe ich ein paar Fotos gemacht und ein paar leichte Aufnahmen von dem Auto. Von der Fabriktour nachher durfte ich keine Aufnahmen machen. Also kurz erzählt, man kommt da rein, wird empfangen. Gibt so eine kleine Lounge, die man mit Leichtbauwänden in dieser Halle praktisch vorne in einer Ecke abgeteilt hat. Dort kann man was trinken und einen Keks essen und zur Toilette gehen und kann dann durch Scheiben schon mal in die Fabrik gucken, beziehungsweise sieht dann hinter der Scheibe auch schon bei der Reihe der auszuliefernden Fahrzeuge, sieht man sein neues Fahrzeug dort schon stehen.
Die Fahrzeuge, die neu sind, haben eine Haube drüber. Die Fahrzeuge, die gebraucht sind, haben das nicht. Also die Neukunden haben dann diesen Wow-Effekt mit dem Tuch hoch. Die anderen nehmen halt einfach so ihr Auto in Besitz. So, man kommt dann also in diesem Glaskasten an. In dieser Lounge wird dort gesammelt, bis alle aus dieser 12-Uhr-Gruppe dann zusammen waren. Das hat einen Augenblick gedauert, weil da irgendjemand Verspätung hatte. Anschließend bekommt man eine Grundeinweisung in den Tesla. Das ist ein Videofilm, der so ein bisschen zeigt, wie fahre ich, wie lade ich auf, wie öffne ich den Wagen, wie funktioniert der Autopilot. Alles Dinge, wo ich der Meinung war, dass das Publikum, was da saß, das alles schon kannte. Die hatten alle Videos schon gesehen, das wussten sie alle und haben sicherlich dieses Video so ein bisschen als überflüssig empfunden, dass man sich da jetzt nochmal mit beschäftigen muss. Das ging aber nur kurz, ich sag mal 5 Minuten, war leider auf Holländisch. Insofern habe ich jetzt auch einen Vortrag über die Funktionsweise des Autopiloten auf Holländisch hinter mir. Nun gut, danach geht es durch eine Glastür dann in den eigentlichen Fabrikteil hinein, in diese Halle. Dort wird man in so eine Art kleines Golfkart gesetzt mit ganz vielen Sitzreihen oder wie so ein Golfkart, aber eben etwas größer mit mehreren Sitzreihen, wo diese ganze Gruppe von Tesla-Kunden dann reinpasst und wird da rumgefahren. Und auch die Fabrikführung war leider auf Holländisch, insofern konnte ich sehen, was sie da machen und konnte mir ungefähr zusammenreimen, was der da erzählt, aber wirklich verstanden habe ich es ehrlich gesagt nicht. Im Prinzip ist das auch ganz einfach, denn das ist nicht wirklich eine Fabrik. Dort kommen praktisch fertige Fahrzeuge an, die in Containern angeliefert werden. Da sind 4 Räder dran, das alles eingebaut. Die sind im Prinzip fast fertig. Das Einzige, was dort zu fehlen scheint, ist die Batterie unten drunter, die dann in einem Arbeitsgang unten drunter gebaut wird. Dazu kommt das Auto in so Greifer, wird hochgehoben und dann kommt in der nächsten Station die Batterie unten drunter. Dann wird das Fahrzeug abgelassen, wird Spur und Sturz eingestellt, was man ja dann auch erst machen kann, wenn das gesamte Fahrzeuggewicht da ist, also inklusive der Batterie. Und dann ist das Auto im Prinzip fertig. Diese kleine Fabrikationsstrecke ist vorne der Beginn dieser Factory Tour. Dann sieht man auch so Bildschirme, da steht drauf, wie viele Autos die heute schon geschafft haben und wie viel sie noch zu schaffen haben. Wenn man die beiden Zahlen addiert, kommt man auf ungefähr 50. Das heißt, roundabout 50 Autos werden dort täglich produziert, also endgefertigt, so muss man das sagen. Wenn das Auto fertig ist und Spur und Sturz eingestellt ist und alle Betriebsflüssigkeiten aufgefüllt sind, dann kommt eine kleine Teststrecke. Das Fahrzeug wird dort einmal beschleunigt. Die ganze Halle lang gibt es so einen kleinen Testkurs. 400 Meter soll der lang sein. Das Fahrzeug macht eine Kurve, wird dann einmal die ganze Hallenlänge hindurch beschleunigt, dreht am anderen Ende wieder auf so eine kleine Rüttelstrecke, wo nochmal geguckt wird, ob irgendwas klappert. Und dann gilt das Auto als fertig, kommt dann in einen Lichttunnel, das kennt ihr von anderen Fabriken, das ist so eine große Garage, sieht das aus, mit ganz vielen Leuchtstoffröhren. Und da wird der Wagen reingestellt und dann kann man im Schimmer dieser Leuchtstoffröhren auch noch irgendwelche Lackschäden sehen und Beulen und irgendwelche Unannehmlichkeiten. Die würden in diesem Lacktunnel dann auffallen. Ja, und dann wird das Fahrzeug geparkt und das ist auch der große Teil der Fabrik. In jeder Ecke, wo ein Auto reinpasst, da steht auch eins. Überall stehen Teslas, Model X, Model S, Rechtslenker, Linkslenker, allen Farben, allen Spezifikationen mit irgendwelchen Zetteln hinter der Windschutzscheibe. Also in der einen Ecke stehen anscheinend die, die alle irgendwo einen Lackfehler haben. In der anderen Ecke stehen die, wo technisch irgendwas nicht funktioniert. Also die ganze Halle ist voll von Fahrzeugen, an denen noch irgendwie nachgearbeitet werden muss. Und das ist auch das, was mir so ein bisschen nicht gefiel an der ganzen Sache. Das gibt es bei anderen Herstellern ganz sicherlich auch, aber ich glaube nicht in dem Maße. Man sieht dann auch, in der hinteren linken Ecke war so die Ecke mit den Smart Repair Geschichten, wo irgendwie eine kleine Delle drin ist oder sowas. Da hatten sie dann so einen Smart Repair Typen bestellt. Das war also ein völlig selbstständiger Subunternehmer, der auch mit seinem Firmenfahrzeug dort in der Ecke stand und gerade bei irgendeinem brandneuen Tesla Model S dabei war, irgendwelche Dellen auszubeulen. Mit so langen Drahtstangen machen die das ja. Dahinter gibt es dann für die härteren Fälle eine richtige Karosseriewerkstatt mit 2 Lackierkabinen. Also wenn man ein neues Tesla Model S kauft, kann es also sein, dass die schon an der einen oder anderen Stelle nachgearbeitet oder nachlackiert worden sind sogar. Dahinter war dann die Abteilung, wo die Gebrauchtfahrzeuge aufbereitet werden. Und dann gab es noch ein Lager für Batterien und Drive Units, Antriebsachsen, die dort gelagert waren. Und dann war man im Prinzip in dieser Halle rum.
Also was mich an der ganzen Halle erstaunt hat, waren genau zwei Dinge. Erstens, wie viele Fahrzeuge dort stehen, die anscheinend dieser Qualitätsinspektion nicht genügen, wo noch irgendwas nachgearbeitet werden muss, das eine ganze Menge. Gut, dass sie es machen. Auf der anderen Seite fragt man sich, was für eine Qualitätskontrolle gibt es am Bandende in Amerika? Keine oder wie funktioniert das, dass doch so viele Fahrzeuge noch an so vielen Fahrzeugen Hand angelegt werden muss, bis sie dann hier in Deutschland verkaufsfertig sind. Das ist also Nummer eins. Und Nummer zwei, was ich mich gefragt habe, die Halle war voll. Wenn jetzt das Tesla Model 3 kommt, wo wollen die das machen? Ich habe auch keinerlei Arbeiten gesehen, die darauf hindeuten, dass man sich für Tesla Model 3 irgendwie schon Platz schafft, irgendwie optimiert. Da war nichts zu sehen. Also ich glaube, dass das mit dem Tesla Model 3 dann tatsächlich noch länger dauern wird, als wir alle ahnen. Man spricht ja so von 2019, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. 2019 ist auch ein langer Begriff, kann ja auch Ende 2019 sein. Insofern habe ich meine Entscheidung, jetzt ein Tesla Model S gebraucht zu kaufen, nicht bereut, anstatt auf das Tesla Model 3 noch weiter zu warten. Da habe ich ja immerhin vor über 2 Jahren in Schlange gestanden und 1.000 Euro bezahlt, ist schon irre. Ja, dann ging es zum Fahrzeug selber. Dieser kleine Shuttlebus hielt also vor diesen Fahrzeugen wieder und man stieg aus und jeder strömte nun auf seinen Tesla Model S zu, das er dort übernimmt. So auch ich auf meins. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Fahrzeug sah toll aus. Es ist aufbereitet worden, es ist poliert worden. Allerdings, ich sag mal, sehr einfach aufbereitet worden. Es war im Innenraum doch der ein oder andere Fleck, wo man sagt, na, da hättest du mit dem Reiniger und dem Tuch noch mal rüber gucken können. Die Politur, da waren überall in den Fahrzeugspalten überall Politurreste, dieses weiße Zeug, was überbleibt, wenn man nicht vernünftig arbeitet. Und vorne auf der Haube waren doch auch einige Insektenreste zu sehen, die man im Grunde genommen auch hätte wegmachen können. Das war alles sehr einfach gehalten, aber trotzdem, der Wagen war okay. Er war von drinnen, sieht er aus wie neu. Es ist ein super schickes Auto. Was mir nicht gut gefallen hat, ist, dass der Wagen doch ein paar mehr Beschädigungen hat, als in der Kommunikation mit Tesla gesagt und auch auf Fotos zu sehen war. Der Wagen hat einen Steinschlag in der Motorhaube, er hat einen Kratzer an der Beifahrertür und er hat diverse kleine Lacknickeligkeiten rundherum. Ich kann persönlich damit gut leben. Ich mag sowas lieber. Das hat sich das Auto in seiner Laufleistung ehrlich erworben. Diese Kampfspuren nenne ich sie mal. Ich mag sowas lieber als ein komplett übergeduschtes Auto, was versucht, das alles zu kaschieren. Denn im täglichen Betrieb kriegt der Wagen natürlich noch die eine oder andere Schramme. Reicht ja schon, wenn du irgendwo bei Penny einkaufen fährst und dort der Nachbar seine Tür aufmacht und du dann dort eine Beule in die Tür bekommst. Was ich aber echt nicht in Ordnung fand, ist die Tatsache, dass darüber nicht geredet wird. Also ein Steinschlag in der Motorhaube ist etwas, das könnte man erwähnen. Man kann auch den Käufer vorher aufklären und sagen, Achtung, der Wagen hat dies, das, jenes, Steinschlag in der Motorhaube, die Schramme, das. Der Wagen hat auch vorne rechts eine beschädigte Alufelge, zerkratzt, beschädigt. Auch das kein Wort. Ich habe Fotos gekriegt vorher von dem Auto, da waren nur intakte Felgen zu sehen. Hier ist tatsächlich eine beschädigte Felge dran. Und was ich auch überhaupt nicht in Ordnung finde, sind die Reifen von dem Auto. Die beiden Vorderreifen von dem Auto sind im Prinzip runter. Das ist später auch beim TÜV bemängelt worden. Es gibt ja so einen Indikator im Profil, so einen Steg. Wenn das Profil diesen Steg erreicht, dann gilt der Reifen als verschlissen. Dann muss man den erneuern. Und da ist man also weniger als 1 Millimeter davor. Oder ich sag mal, 1 Millimeter Rest ist noch. Und dann müssen die Reifen weg. Auf der Hinterachse sind zwei verschiedene Reifen drauf. Das sind zwar beide von Michelin. Das eine ist ein Pilot und das andere ist ein Elite. Die haben auch ein leicht unterschiedliches Profil. Macht man auch nicht und ist auch nicht zulässig, dass man auf einer Achse zwei verschiedene Reifen fährt. Also, dass Tesla seinen Kunden damit dann loslässt und sagt, hier, bitteschön, da ist dein Auto, viel Spaß beim Fahren, und dann mit abgefahrenen Reifen dahinstellt, das finde ich nicht in Ordnung. Da befinde ich mich auch noch in einem Schriftwechsel mit Tesla, da hätte ich gerne Ersatz. Das sehe ich so nicht ein.
Ja, es wird einem dann ein Zettel vorgelegt, da steht auf Holländisch drauf, dass alles okay ist und dass man den Wagen so übernimmt. Und das ist auch die einzige Wahl, nimm oder lass es. Groß lamentieren kann man an der Stelle nicht, das muss man dann hinterher nacharbeiten und den Leuten hinterherlaufen. An der Stelle muss man dann leider unterschreiben und sagen, ich fahre dann nach Hause. Was willst du sonst machen? Willst du sagen, fahre ich wieder nach Hamburg und ihr arbeitet es nach und ich komme in 3 Wochen nochmal wieder? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Es macht dann eher Sinn, das über das Hamburger Tesla Service Center zu reklamieren. Ja, wir sind dann losgefahren, haben vorher noch alles in dem Auto auf Deutsch eingestellt. Der war noch komplett auf Holländisch eingestellt, in den ganzen Sprachbedienungen. Was man bei dem Auto immer noch sieht, wenn man eine Internetadresse eingibt, dann ist ja unten rechts so ein kleiner Knopf, der einem die Endung vorschlägt, also .de. Bei meinem Auto ist das .nl, das steht da immer noch drin. Weiß gar nicht, wie man das wegkriegt. Ansonsten ist eigentlich alles auf Deutsch umgestellt. Auch die holländischen Radiosender, die hier als Favoritenspeicher sind, habe ich auch mittlerweile rausgeschmissen. Also das ist alles okay. Der Wagen ist sonst tipptopp. Ich bin damit absolut zufrieden. Gar keine Frage. Ich denke, das war ein guter Kauf und guter Griff. Auch der TÜV, bei dem ich einen Tag später war, hat mir seinen Segen gegeben unter der Auflage, dass die Reifen erneuert werden. Das hat er natürlich bemängelt. So, ja, anderer Tesla-Fahrer in St. Peter-Ording. Man grüßt sich doch. Ja, also, wir sind dann losgefahren. Bei Tesla in Tilburg aus der Fabrik raus und sind dann nach Deutschland gefahren, haben erstmal was gegessen, weil uns der Magen mittlerweile schon auf 7:30 hing und sind dann weitergefahren, sind aber als erstes noch angehalten bei der Autogalerie Brumm. Das ist ein ganz bekannter Händler für Oldtimer, den viele wahrscheinlich aus dem Internet kennen. Wenn man nach Oldtimern sucht und immer mal guckt und sich da informiert, dann stolpert man automatisch über diese Annoncen, die immer gleich vor dieser Halle fotografiert sind. Das ist ein Gebäude, der hat 4 Etagen voll mit Oldtimern. Also wer sich für Autos interessiert, sicherlich interessant, da mal durchzugucken. Vom Käfer Cabrio bis hin zu irgendwelchen super seltenen Aston Martins, tollen Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley und was, da ist der Teufel was. Also da ist richtig Auswahl gegeben. Ich musste etwas schmunzeln, da stand ein Aston Martin Lagonda, ein Auto, das in den 80er Jahren auf den Markt kam, damals unbezahlbar war, mit so einer riesen digitalen Flipperbude. So stellte man sich damals die Zukunft vor und heute sitzt man in so einem Tesla mit so einem 17 Zoll Flachbildschirm und das ist es dann geworden. Also der Unterschied zwischen wie stelle ich es mir vor und wie ist es dann real geworden, ist schon gewaltig. Ich bin daraus umso glücklicher, dass ich dieses Fahrzeug fahre. Ich bin daraus und freue mich, endlich elektrisch auch dauerhaft mobil unterwegs zu sein. Wir werden noch in diesem Jahr auch unser Zweitfahrzeug, was wir in der Stadt fahren, ersetzen. Da ist ein Smart 4.4 bestellt. Der hat leider etwas Lieferzeit, kommt erst gegen Ende des Jahres. Und insofern wird 2018 das Jahr sein, wo wir alle Verbrenner gegen Elektro tauschen. Mein Oldtimer, einen alten Ford Mustang, wunderhübsches Auto, habe ich mehrere Jahre besessen, fand ihn immer toll, bin aber irgendwie gefühlt auch ein bisschen damit durch mit diesen ganzen Oldtimern. Den habe ich verkauft, den Verbrenner gegen einen Tesla Model S getauscht und das Zweitfahrzeug werden wir gegen Jahresende dann auch endlich gegen einen elektrischen Smart tauschen können. Und dann sind wir 2018 mit dem Thema Verbrenner bei uns zu Hause durch. Ja, Autogalerie Brumm, also wie gesagt, eigentlich für mich bei aller Bewunderung für die Fahrzeugschätze, die da stehen, im Grunde genommen auch nur noch mal die Bestätigung, es mit dem elektrischen Auto doch richtig gemacht zu haben. Und dann sind wir weitergefahren Richtung deutscher Grenze und Deutschland. Wir mussten unterwegs einmal laden im Motorpark Lohne, kennen bestimmt einige. Da stehen 8 Stalls, das Ganze ist so mittelmäßig interessant. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass da muss man sich daran gewöhnen, dass die Pausen, die man macht, eigentlich durch das Auto vorgegeben werden. Also im Grunde genommen sagt mir der Wagen, du musst da vorne jetzt anhalten und laden, dann muss ich da Pause machen, sonst mache ich ja zu viele Pausen, sonst komme ich gar nicht voran, also mache ich auch da meine Pause. Das Leben wird einem so ein bisschen von dem Auto diktiert. Der sagt mir, da musst du laden, dann machst du da auch Pause, gehst da zum Klo, trinkst da deinen Kaffee und dann fahren wir weiter. Und diese Pausen-Location sind dummerweise irgendwo immer belegt mit den Burgerbratern, die es so gibt, mit McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, also so richtig gesund.
ist das da alles nicht. Da muss ich noch mal sehen, wie ich da so meinen Weg finde, mich nicht jeden Tag zu ernähren. Wir sind mit dem Auto später noch in der darauffolgenden Woche in den Urlaub gefahren, haben teilweise 3 bis 4 Mal am Tag geladen. Wir sind nämlich nach Paris gefahren mit dem Auto und wieder zurück. Da muss man an einem Tag dann teilweise 3, 4 Mal laden und landet dann 3 oder 4 Mal bei McDonald's oder so. Das kannst du nicht, das geht nicht, das schaffst du nicht. Nun denn, also mit dem Wagen nach Hause. Ich war am nächsten Tag dann in Hamburg beim TÜV, weil das Auto ja quasi sofort TÜV-fällig war. Hatte ja nur bis Ende Juli TÜV. Der TÜV hat seinen Segen dazu gegeben. Ich musste auch lernen, dass der TÜV an den Elektroautos so viel gar nicht mehr machen kann. Die prüfen die Grundfunktionen, also Bremse, das ganze Fahrwerk und Beleuchtung, und das können sie alles prüfen. An die elektrischen Antriebskomponente können sie gar nichts machen. Da hat mir der TÜV-Prüfer gesagt, dass sie nächstes Jahr über ein Gerät verfügen werden, wo sie da auch ein bisschen reingucken können in das, was das Auto macht. Aber eigentlich ist das für den eine Blackbox, die er nur durchwinken kann, solange alle Lampen gehen, solange Reifen, Fahrwerk, Bremse, soweit alles in Ordnung ist, kann er das Ding nur einen Stempel rauf und weg damit, weil er im Grunde genommen mehr gar nicht prüfen kann. Aber ich habe TÜV, alles gut. Das Thema mit den Reifen müssen wir noch angehen. Da bin ich noch in Gesprächen mit Tesla in Holland, dass man dafür eine Lösung findet. Und ansonsten habe ich in dieser Woche noch ein Date mit Ove vom Kanal T&T Tesla. Den kennt ihr ja auch. Ove wird sich mein Auto angucken. Das wird das nächste Video sein, das ihr hier auf meinem Kanal seht, aber auch mit Sicherheit auf dem Kanal von Ove. Insofern vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. 3 Teile sind es geworden mit dem Tesla aus Tilburg, also Kauf, Kaufabwicklung und dann die Abholung. Und ja, bleibt weiter an meinem Kanal. Ich werde euch noch einige Tesla-Videos bringen. Für diejenigen, die planen, einen Tesla zu kaufen, sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass es ja noch bis Mitte September Free Supercharging gibt, wenn man einen Empfehlungslink eines Tesla-Fahrers vorweisen kann oder gibt beim Kauf, bei der Bestellung des Autos. Da gibt es draußen, jeder Tesla-Fahrer hat so einen Link und ich habe natürlich auch einen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Link benutzt. Na klar, ihr habt Free Supercharging und ich kriege irgendein Werbegeschenk von Tesla. Bis jetzt habe ich noch keine Empfehlung. Ich würde mich freuen, wer will mein erster Empfehlungsannehmer von 163 Grad sein. Bin gespannt, wer das von euch ist. Ja, in diesem Sinne, bleibt dran. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und auf bald. Wie gesagt, nächstes Video zusammen mit Ove von T&T Tesla bei dem Check mit von diesem Auto. Meinem Blue heißt er übrigens. Mein Tesla heißt Blue, ist ja blau, in Anlehnung an den Film Blue mit diesem blauen Papageien. Den gab es nämlich vor einiger Zeit im Fernsehen und da kam ich drauf und sagte, ich nenne mein Auto Blue. Insofern, morgen, glaube ich, ist es soweit. T&T Tesla, das Video seht ihr dann irgendwo eine Woche später bei mir und bei Ove auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen.